Und so viel Benzin, wie wir jetzt gerade haben. Oh, guck mal. Da liegt ein Kopf. Er hätte nicht so kopflos sein sollen. Und da sind Leichen, ganz viele Leichen. No, no, that doesn't make sense. Korrekt, das ist die richtige Reaktion auf sowas zu sehen. Ich glaube, das ist auch Mountain of Madness. Hey, Frank. Hey, Carter. Hey, Auge. Meine Mama hat gesagt, ich soll nicht mit fremden Leuten mitgehen, aber der redet so toll. Korrekt, Sven. Korrekt. Verletzungen. Hier wird es immer ungemütlicher. Alaska, schon an einem normalen Tag nicht gerade die Karibik. Für unbedarfte Touristen kann das Land schnell zur tödlichen Falle werden. Aber das hier? Raus Klima, aggressive Kreaturen und pures Chaos bei Prism. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand verletzt wird. Eine Person im Lager ist verletzt und kann 2 Tage lang nicht arbeiten. Wir haben 3 Wasser gefunden. Yay! Und jetzt würde ich gerne diese Nahrungsstation aufwerten, dafür fehlt mir aber Holz. Und wir haben nämlich zu wenig Nahrung. Aber ihr könnte ich theoretisch doch einen. Sie ist doch verletzt. Eine Spritze brauche ich dafür. Kann ich eine Spritze herstellen? Warte. Erstmal. I see our new companion is hurt. Suppose they're lucky enough being alive, but I was hoping we wouldn't have to use our meager stash so soon. Here, take it and use it to heal our companion's wounds. Ha, siehst du? Our group is growing. Got us quite a few new mouths to feed. Don't forget to tell someone to repair the food station as soon as you can. Ich habe nur kein Holz. Dann nimm mal eine Wundermixtur. Und damit bist du heile. This is going to be a PR disaster. And I'm sure the blame will be on HR, as per usual. Logisch, klar, Personalabteilung. Sure, sounds like a big problem. You deal with that. Meanwhile, I'll take care of the trivial stuff. Like our continued survival. Die beiden werden, glaube ich, richtig gute Freunde. Ich packe ein Benzin mal weg hier. Wobei, ich packe die Doppelbenzin weg und nehme den Einzelbenzin mit. Messer. Ich nehme mal. Ich nehme erstmal nur das Messer mit und den großen Stein. Lassen wir mal. Nehmen wir auch mit. Wir wissen ja, dass wir jetzt gleich. Ach nee, warte, brauche ich nicht. Wir müssen ja noch in das Labor gehen. Wir können noch nicht nach Holz suchen. Leider. Wir müssen hier noch reingehen und die Leiche finden. Das machen wir mal noch. Ja, erstmal die Tür, dass sie zu ist. Ah, die Tür ist zu. Oh nein, ich brauche einen anderen Weg. Oh, der Weg ist auch zu. Und ich habe jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass wir irgendwas gesehen hätten, was nicht da ist. Also, wo ich jetzt sage, okay, das ist eindeutig nicht da gewesen oder so. Wegen unserem dritten Auge, was offen ist. Ja, schrei du mal. So, hier hinten ist auf jeden Fall eine Truhe, das weiß ich. Aber der Mann ist halt ein bisschen wahnsinnig. Lauf, 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 lauf. Wir haben das Holz. Sehr schön. Zum Glück können die keine Leitern klettern, denn sie sind dumm. Und hier können wir rüberspringen. Ha! Damit haben wir Signalfackeln. Und die brauchen wir ja auf jeden Fall auch noch, die Signalfackeln. Mit den Signalfackeln können wir diese Viecher von den Decken auf jeden Fall holen. Dies ist, glaube ich, wichtiger als die Steine dafür zu verwenden. Ich weiß nicht, ich glaube, hier sind noch keine an den Decken.
Wobei wir auf der anderen Seite hier, ja, oh, warte mal, wir haben ja gleich den Raum, wo die ganzen Biester antanzen. Ich habe den Vorteil, ich weiß ja hier schon, was auf uns zukommt in dem Tutorial-Bereich. Field Lab 1. Huh, it's my first time here. Das wissen wir ja schon. Die Tür fest verschlossen. Grüne Zugangskarte. Gut, dass wir die weggeworfen haben. Leer. Wer weiß, dass das war. Auf jeden Fall ist unser Wahnsinn relativ hoch. Das ist nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob es hier die Möglichkeit gab, so ein Opfer für die Bestie herzustellen. Das muss so. Ganz viele Signalfackeln. Bestimmt kein Hinweis. Hauptanlage gänzlich auf den Chaosstein fokussiert. Feldlabor, Akquise und Studium von Kreaturen. Minen, Beobachtung, inwieweit sich der Kontakt mit kleineren Stücken auf Menschen auswirkt. Das Wort Mine und kleinere Stücken sind eingekreist, an dem steht das Wort sinnvoll. Das Medkit können wir auch gleich nehmen. Power's on the Fritz. Gonna need some light. Mit Lüne kannst du Signalfackeln werfen. Au! Weil er schneller war als die Signalfackel, deswegen hat er mich verletzen können. So, jetzt müssen wir das Medkit ja mal nehmen hier. So, guck mal. Weil wenn wir das mit der Lampe gemacht hätten, wäre das viel zu ressourcenintensiv gewesen. Also hier ist wieder Licht. Warum auch immer hier wieder Licht ist und bei dem anderen Raum nicht. Ein neuer Tagebucheintrag. Die Kreaturen, die wir bislang untersucht haben, zeichnen sich durch eine extreme Sensibilität gegenüber Stimuli aus. Die kleinere Spezies, die ich auf den Namen Großer Alaska-Egel getauft habe, ich hoffe, es wird übernommen, reagieren überempfindlich auf Licht. Für den Moment brauchen wir unsere Versuchsobjekte lebend, weshalb wir sie bisher nicht übermäßig ausgesetzt haben. Aber Molly glaubt, Licht könne sie ab einer bestimmten Expositionsdauer töten. Die Autopsie der größeren Kreatur gab eine fragile Schädelstruktur, weshalb wir annehmen, dass selbst schwache Schläge auf den Kopf zu Traumen oder Bewusstlosigkeit führen können. Ein erstes Brainstorming für mögliche Militäreinsätze liefern keine Resultate, aber außer wir wollen ihnen Helm aufsetzen. Der Rest der Seite wurde abgerissen. Looks like I'm too late. Ja. Yeah, let's... Leider ist er tot. Und das ist halt das Ding. Je nachdem, welche Reihenfolge man macht, ist der Letzte immer tot. Zusätzliche Ressourcen, Nahrung. An manchen Tagen geht es einfach alles glatt zugegebenermaßen. In letzter Zeit hast du nicht viele solche Tage erlebt. Meist fühlt es sich eher so an, als geht es seit deiner Ankunft hier alles schief. Aber heute war ein wirklich guter Tag. Ein Lagermitglied hat während der Arbeit zusätzliche Ressourcen ergattert. Nahrung. Verletzung. Während deiner Abwesenheit hat sich eine herumsträumende Mal ins Lager geschlichen. Sie hat schlimm gewütet und alle angegriffen, die nicht schnell genug fliehen konnten. Wenigstens haben sich deine Leute in ihrer Panik nicht gegenseitig umgebracht. Eine Person hat sogar großen Mut bewiesen, sich einen Stein gegriffen und das Biest eliminiert, aber wurde dabei gebissen. Die Wunde sieht nicht infiziert aus, aber es wird eine Weile dauern, bis sie geheilt ist. Na gut, ist es nicht so schlimm, du solltest eh nicht arbeiten. Oh, deine Moral sinkt, Jackie. Oh, warte mal, Jackie... Warte mal, wir können hier mal jetzt Claire hinsetzen. Die produziert als Koryphäe der Wasserstation mehr Wasser. Well, you did your best. K
can't save them all, sadly. That's the reality of the situation. And the weather's getting worse. So it's unlikely anyone else survived in this area. Ey, Kiwi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets? Edge of Sanity ist auch eine Band. Das mag sein. Klingt nach einer Metal-Band. If we stay here much longer, we risk getting stranded. So let's head out as soon as you find enough supplies. Das machen wir. Wir versuchen, so viele Ressourcen wie möglich zu finden. Wenn sich im Lager andere Leute aufhalten, vergiss nicht, sie mit Nahrung und Wasser zu versorgen. Tu es nicht, sind ihre Moral irgendwann unter Null und sie sterben. Wenn alle Lagermitglieder tot sind, endet dein Abenteuer. Okay. Jackie, nimm doch Wasser. Und wieso haben wir... Wir haben kein Wasser... Wir haben, what? Das muss ich aber mitnehmen und verwenden, weil ich sowieso schon sehr wahnsinnig bin. Kann ich ein Medpack herstellen und ihr geben? Oder kann ich ihr sagen, dass sie schlafen soll? Genau, sie kann ja eh nicht arbeiten. Dann kann sie hier schlafen und dann hält sie Moral zurück. Das ist eine ältere Metalband. Ah, siehst du? Ich glaube, das wird heute nichts. Bei mir kein Game Pass-Spiel lässt sich starten. Dann musst du, doch, das kann ich dir sagen. Du musst, Wolfi, du musst in deinem Microsoft Store kannst du, musst du Apps aktualisieren. Und da ist irgendeine dazugehörige, entweder der Game der Xbox Store selbst oder es ist irgendeine Game Pass Engine oder irgendein Unsinn. Das habe ich auch regelmäßig. Dass ich dann einfach da irgendwann mal den Microsoft Store durchlaufen lassen muss, dass er alles aktualisiert. Und dann kann ich wieder spielen. Ich muss den Rechner einmal neu starten und dann das bei mir funktioniert. Das hatte ich auch mit Maimi und Trafi das Problem bei Landwirtschaftssimulator 25 oder wie das Spiel hieß. So. Jackie braucht auf jeden Fall noch was zu essen, habe ich das Gefühl. Nee, Claire braucht noch was zu essen. Und wieso hast du zwei Wasserflaschen? Wieso brauchst du zwei Wasser? Wie versoffen bist du denn? Nimm du mal ein Wasser und dann kann... kannst du... Ach, du kannst... Aber trotzdem, du hast 10 Moral. Ein Moralverlust ist okay. Ich hatte das noch nie... Hat er auch schon versucht zu debuggen. Komisch. Bin mitten im Umzug. Oh, wo ziehst du denn um? Oder hin? Oder weg? So. Wir müssen Holz suchen. Deswegen schicken wir... Ach du Schande. Jetzt, da das Lager halbwegs steht, kannst du Lagermitglieder losschicken, um die Gegend auszukundschaften und neue Standorte aufzuspüren, die du darauf erkunden kannst. Aufklärungsmissionen dauern einen Tag. Nutze die Wartezeit, um dich auszuruhen und erkunde bereits bekannte Orte. Ja, geil. Okay, das heißt, ich muss... Kann ich dich aber losschicken einfach? Nein. Das heißt, ich muss... Anstelle, dass du Wasser holen kannst, musst du erkunden. Das ist ja scheiße. Okay, das ist ja richtig kacke. Nun ja, dann erkundest du und wir schlafen. Hm. Du hast aber wenigstens ein Moral zurückbekommen. Und... Oh, was ist los? I wish the employee's handbook covered emergency situations in more depth and included monster outbreaks. Clearly it's something that we have to put in the next edition. Auf jeden Fall, das muss in die nächste Edition rein. Auf der anderen Seite der Stadt in eine alte Dachwohnung. Oh, Dachwohnung ist cool und blöd zugleich. Je nachdem, wenn das so eine schräge ist, ist natürlich schwer einzurichten. Aber du hast nachts, wenn du... Ich weiß nicht, wie die Wohnung genau gestaltet ist, aber ich stelle mir das mal vor, denn, oder ich kenne solche Wohnungen von Freunden, die dann das Bett unter das Fenster stellen, dass sie dann nachts in den Sternenhimmel gucken können, durch das Dachschrägenfenster. Im Sommer warm... Ja, das stimmt. Das wird im Sommer vielleicht auch sehr warm, das stimmt. I suppose that could help the three people who actually read the handbook, but right now we have other things to worry about. Je nachdem, was im Handbuch steht... Wenn da Sinnvolles drin steht, kann man das sehr gut nutzen. Wie zum Beispiel, wie verarztet man richtig oder so. Das Bett ist unterm Fenster. Geile Idee. Das ist perfekt. Siehst du? Siehst du? Beste. So, du... Also, da ich weiß, dass sie eh zwei
Felder entdeckt hat. Und du bist immer noch verletzt? Oh, meine Güte. Und du hast aber keine Nahrung mehr, ne? Okay. Pass auf, die Kräuter bleiben mal hier. Das nehmen wir mit, damit wir uns Sanity gleich clearen können. Unser Benzin ist eh gleich alle. Signalfackel nehmen wir zu werfen, Stein nehmen wir zu werfen. Okay. Dann gehen wir einfach mal in den Wald. Den haben wir jetzt freigeschaltet, da haben wir zwei Slots freigeschaltet. Und dann holen wir ein bisschen Holz. Du bist nicht der Einzige, der dem Frost entfliehen will. Die Glückssträhne dieser bedauernswerten Seelen war wohl zu Ende. Dafür könnte deine Hall gerade begonnen haben. Sie werden ihr Hab und Gut kaum vermissen. Wer genau? Wie warm es wird, wird sich herausstellen. Man kann ja auch was machen, verdunkeln etc. Heizkosten halten sich auch in Grenzen und halten Sauna an meiner Arbeit. Ja, das ist natürlich richtig gut. Das ist richtig gut, wenn es nah an der Arbeit ist. So, Opfer für die Bestie, damit unsere Wahnsinn ein bisschen weiter unten ist. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier möglichst viel Holz finden. Da geht's runter und da ist auf jeden Fall Freund. Wir können jederzeit wieder verschwinden. Hier oben steht, wie viele Ressourcen wir haben. Schon gefunden. Und wir haben ein neues sammelbares Objekt. Die Ouroboros-Schlange, ein Inuit-Eskimo, wie auch immer. Inuit heißen die ja. Der sich fürchtet. Ich spare mir jeden Tag eine Stunde. 4 Stationen U-Bahn zum Hauptbahnhof. Geil. Noch mehr Benzin und Wahnsinn. Wohin schleichst du? Wohin gehst du? Wie bewegst du dich? Okay. Sehr gut. Tschüss. Auf Nimmer Wiedersehen. Komm nie wieder. Der Wahnsinn ist sehr gut. Wahnsinn ist super. Schön. Ein Lager. Ach, guck mal, da oben. Diese Viecher sind halt richtig ätzend. Und da, finde ich, kann man sehr gut die Leuchtfackeln für nehmen, um die da runterzuholen. Ein Stück Holz. Sehr schön. Frank. Tagebucheintrag. Frank und ich kennen uns schon ewig. Er hat mir alles gezeigt, als ich herkam. Vor allem, wie man mit dem Management aus dem Weg geht, um in Ruhe zu arbeiten. Er weiß, wie man hier draußen überlebt und kennt die Gegend noch besser als ich. Der alte Haudegen hat es sogar geschafft, sich mit einem gebrochenen Bein in Sicherheit zu bringen. Ohne die Verletzung wären wir bestimmt längst auf und davon. Noch was? Nee, ne? Eigentlich haben wir doch alles. Na gut. Und ein neues Monster, die Klammermade. Diese Krallen verdienen einen eigenen Eintrag im Lexikon des Wahnsinns. Diese Bestien hängt nur da und wartet geduldig auf ihr nächstes Opfer. Ein mickriger, bewegungsunfähiger Parasit. Leicht verletzlich, wie seine Artgenossen. Zielen, werfen, tot. Innenstadt wäre nicht so meins. Ist nicht Innenstadt, eher Stadtrand. Das ist auch der Zoo, halbe Stunde zu Fuß. Ja, je nachdem, was es für eine Stadt ist, gibt es ja super gute Verbindungen. Ich kenne das noch aus Rostock. Da haben wir auch nicht in der Innenstadt gewohnt, sondern auch eher so in einem Randbereich. Aber wir waren so gut vernetzt. Also Rostock war so gut verbunden mit allem Möglichen, dass man so schnell überall hinkam, auch in die Innenstadt. Und das war halt schon geil. Also du hattest... Geronimo! Eine Bärenfalle! Geronimo! Okay.
durch die S-Bahn in Rostock super gute Verbindungen in allen Ecken hattest du. Und deswegen, das war schon sehr, sehr cool. Aber ich bin völlig auf Jackies Seite. Also ich finde das auch. In der Innenstadt könnte ich auch nicht wohnen. Oder zu nah an der Innenstadt könnte ich auch nicht wohnen. Ist mir zu chaotisch, zu laut. Und auch zu teuer, muss man ja auch mal sagen. Das in meistens sind ist Stadtnähe oder Innenstadt ja auch einfach nicht bezahlbar. Innenstadt ist zu laut, ja. Ach, guck mal, das brauche ich auf jeden Fall. Das ist ein guter Moment jetzt. Sehr gut. 50 Minuten zum... Warte mal, das sieht aus wie eine Falle. Wir sind an irgendeiner Stelle doch immer gestorben. Das hier sieht doch aus wie eine Falle. Ich habe die Wohnung über Connection bekommen. Ah, guck mal, da falle ich runter und breche mir das Bein. Der Sturz ist zu tief, das sehe ich. Alles aktualisiert, das Neugestaltete ist zuckt 0. Also du hast doch beim Store geguckt, dass da die... ganzen Xbox-Sachen und Game-Store-Sachen und sowas aktualisiert sind? So, hier könnte ich runterspringen, aber da war doch nur der Tod. Ich wohne hier an der Hauptstraße. Das ist schon manchmal grenzwertig für mich. Ja, glaube ich dir. Oh, ein Bär. Und Holz. Ja, okay, kann ich... Jetzt ist die Frage, kann ich... Da sind Sprengfässer. Kann ich mit einer Flare die entzünden? Lol. Okay, nochmal ein zweiter Versuch. Ja! Der Metzler. Als wären stinknormale Bären nicht schon schlimm genug. Für diese Scheußerl brauche ich einen Panzer. Dieses Geschöpf hat sich verändert. Verbessert. Ist noch stärker als vor und bleibt im Herzen eine Bestie. Ein Opportunist. Konzentriere dich auf seine niederen Instinkte. Ja, das Spiel ist dunkel, mein Junge. Kaum zu glauben. Alles aktualisiert. Bin extra nochmal mit dem Reparatur drüber. Das ist halt kacke. Das ist halt richtig kacke. Kann ich da jetzt runter oder sterbe ich, wenn ich da runterfalle? Kann ich dich plündern? Kann ich dein Fleisch mitnehmen? Du bestehst doch aus Nahrung. Meine Tasche ist voll. Ach du Kacke, das ist ja blöd. Kann ich irgendwas herstellen? Nee, das ist ja blöd. Ich hätte das Schwarzpulver schon gerne mitgenommen. Ich lasse mal diese eine... Nee, ich lasse die eine Flare mal hier. Nehme das Schwarzpulver mit. Und wir könnten jetzt rausgehen, aber... Okay. Hier ist noch Holz. Ich habe 3 Holz. Ich brauche 3 Holz. Ich könnte sagen, scheiß drauf, wir gehen. Mal gucken. Hier geht's ja noch weiter. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht renne, weil ich glaube, das war die Map, wo ich irgendwo immer runtergestürzt und gestorben bin. Wo hier irgendwie ein Weg instabil war. Das da. Das ist doch eine Falle.
Ja. Das war die Falle, wo ich mal gestorben bin. Jetzt ist die Frage, kann ich da lang gehen? Der Weg hier hinten sieht so aus, als könnte ich da lang gehen. Ja, kann ich. Wer hat diese Falle gebaut? Und noch ein Stück Holz. Aber das war noch nicht alles. Hier ist irgendwo noch mehr Holz. Hier oben vermutlich. Hier waren wir ja auch noch nicht. Hier in diesem... That's just what I needed. Kräuter. Kann ich mit den Kräutern irgendwas herstellen? Ich habe kein Alkohol. Ich habe kein Wasser. Nee. Ah, nehme ich einen Stein oder Kräuter mit? Ich glaube, Steine konnte ich herstellen aus Metall. Ne? Pass auf, ich lasse einen Stein. Das ist ein einzelner Stein, den lasse ich einfach mal hier. Dann nehme ich lieber die Kräuter mit. So, diesmal haben wir überlebt, haben alles gesammelt. Sehr schön. Perfekt. Du darfst den nächsten Tag erleben. Yay! Ganz viele Ressourcen. Der Wahnsinn ist wieder runtergegangen. Volle Lebensenergie. Fantastisch. So muss es laufen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!